Wenn dir in DaVinci Resolve Media offline angezeigt wird, dann kann das verschiedene Gründe haben. Grund Nummer 1 ist, du hast deine Platte an einem anderen USB-Stecker rangehangen und deswegen hast du nicht mehr den originalen Ordnerpfad, oder du hast grundsätzlich deine Medien verschoben. Das kann allerdings ganz easy gefixt werden, indem du oben auf das rote Chainlink-Icon klickst und einfach nochmal deine Ordnerpfade aktualisierst. DaVinci schafft das mittlerweile auch ziemlich gut automatisch. Ein weiterer Grund, der häufig die betrifft, die H265-Footage mit iPhones oder Drohnen aufnehmen, ist, dass du in der Free-Version keine 10-Bit H265-Footage verarbeiten kannst und deswegen dir DaVinci Resolve Media offline anzeigt. Es gibt hierfür allerdings einen super einfachen Fix, der dir sogar Playback-Geschwindigkeit in DaVinci Resolve gibt, und zwar transkodieren. Wenn du die H265-Footage in DNxHR-Footage umwandelst in 10-Bit, zum Beispiel über Shutter-Encoder, dann kannst du easy peasy das bearbeiten und hast dabei auch noch einen besseren Editing-Codec und hast besseres Playback als mit H265-Footage. Und ein weiterer Grund, weshalb manchmal Media offline einfach so mal aufblitzt, während du es abspielst, obwohl es verlinkt ist, ist Festplattengeschwindigkeit. Wenn du eine externe Festplatte angeschlossen hast und deren Lesegeschwindigkeit zu langsam ist, dann kann es manchmal sein, dass dir Media offline einfach so rumflickert. Das passiert da allerdings nicht mehr im Render. Oh, apropos Festplatte. Wenn du mit einer Festplatte arbeitest und auch Projekte zwischen Computern bearbeitbar machen willst, wenn du zum Beispiel einen Stand-PC hast und einen Laptop, auf den du arbeitest, dann schau dir dieses Video hier drüben an, wo ich dir erkläre, wie du deine Projekte portabel machst. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.